Hey Ska-Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Rocket und ich mache mal ein kleines Experiment. Ich werde mal versuchen, jetzt direkt live zu kommentieren. Das bedeutet, ihr müsst im Zweifel damit leben, dass ich ein bisschen weniger präzise mitzählen kann, denn das habe ich schon festgestellt, gleichzeitig Sportreporter zu sein und auf dem Platz, das ist gar nicht so einfach. Also hier das erste Spiel. 22 ist es mir wert, alles andere wäre dann doch aber sehr verwegen. Die Hoffnung ist natürlich, dass ich dann ein bisschen schneller euch dieses Video präsentieren kann und selber auch ein bisschen schneller mit meinen Hausaufgaben fertig bin. Es wird sich jetzt ein bisschen zeigen müssen, ob das funktioniert und ob ich das dann noch ein zweites Mal versuchen werde. Denn ein bisschen ordentlich Skat spielen möchte ich dabei natürlich trotzdem schon. So, gute Idee hier von meinem Partner. Scharfe Karo 10, vermutlich 6 Mal Karo. Das Ass saß allerdings verkehrt. Das Ass saß bei mir und nicht wie erhofft beim Alleinspieler. Und ja, da haben wir gleich einen schönen Schneider Schwarzgang mit nur zwei Farben. Aber die Buben kamen verteilt, von daher gebe ich gleich auf. Ja, ihr seht das vielleicht auch, ihr bekommt mich nicht im Vollbild zu sehen, sondern so ein bisschen im Seitenprofil, denn ich arbeite hier mit zwei Bildschirmen. Auf dem einen wird gespielt, auf dem anderen wird aufgenommen. Guten Tag. Die Technik hat sich hier also auch wieder ein bisschen weiterentwickelt mit meinem neuen Equipment und jetzt kann ich mir hier im zweiten Spiel ansehen, wie mal wieder typisch Rocket richtig aufs Gas gegangen wird. Also das ist ja das Schöne an dem Format. Es bleibt wirklich kein Auge trocken. Es bleibt keiner mit 18, 20 irgendwo sitzen, sondern alle wissen schon, hier muss mit offenem Visier gekämpft werden. Hier muss ein bisschen ein besonders hohes Ergebnis schon rausgehauen werden. Die Spiele werden also maximal ausgereizt und das kann einerseits nervig sein, wenn du betroffen bist und nicht rankommst. Es kann aber auch ein bisschen erfrischend sein. Und ja, Mauern können wir uns hier also auf keinen Fall vorwerfen. So, ein Grang. Vielleicht ist es wieder nur ein Zweifarben-Grang. Mein Partner hat steil mitgereizt. Entsprechend zeige ich erstmal, biete ich erstmal ein Ass an. Alles Weitere wird sich hier zeigen. Und da sieht es auch schon so aus. Mein Partner spielt gleich den Buben zurück. Der hat zwei Buben wohl und der will gleich selber noch ein paar Punkte machen. Ich vermute, dass Karo jetzt schon auf Stich steht, aber vier Augen ist vielleicht ein bisschen wenig. Vielleicht hat mein Partner auch noch mal was mit abzutragen. So, jetzt wird es natürlich interessant. Pik. Kann er den schon stechen? Nee, den muss er auch noch bedienen. So, jetzt muss er aber langsam stechen. Da gewinnt der Alleinspieler tatsächlich mit 63, weil ich pfeife, da mir die Dame angeboten habe. Das war genau das, was ich meinte, mit ein wenig unpräzise. Jetzt kann das gut sein, dass das hier schon so die ersten Randerscheinungen sind. Für eine Live-Berichterstattung bin ich bereit, hier einiges fahren zu lassen. Muss man nicht sagen, mein Partner, der hätte einfach Karo König dann stechen können, wenn er noch das Herz Ass hat, vielleicht auch die Kreuzübergabe noch hat. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Da hätte er wohl gar nicht mehr abschmeißen sollen. So, sei es wie es ist, Spieler 2 also glücklich gewonnen. Ich reiz jetzt hier im dritten Spiel meinen Nullwehr. Sieht aber nicht so aus, als ob ich damit Erfolg hätte. Nein, so ist es. Alles gegeben, aber zu wenig. Drei Buben im Gang, das ist ja schon mal was. Aber auch nicht ganz ohne Schwäche. Karo 10 wohl zu dritt, sonst kommt die hier nicht. Also schon mal 21 für uns. Ja, mit König Dame.
Sechs Karten bekannt dann vom Alleinspieler. Hier kommt die siebte, das Herz Ass. Dann geht es hier wohl tatsächlich wieder nur um Schneider. Wenn jetzt schon die leeren Bubenzüge kommen, dann kommt garantiert jetzt noch Pik Ass 10 Lusche, oder? Rausgerobbt. Dreimal Gang, schöne Spiele. Bisher war ich auf der Zuschauerbank. Dieses Spiel könnte doch eine etwas aktivere Rolle einmal versprechen. So, nun geht's los. Erste Entscheidungen sind zu treffen. Kreuz 10 drücken, ja oder nein? Ich denke mal, mit 7 Trümpfen und beiden Trumpf vollen ist es eine etwas sicherere Bank, die Kreuz 10 mit in den Keller zu legen, 14 Augen zu drücken. Es ist sonst schon ein Risiko und so habe ich jetzt hier etwa auf die Herzlusche jedenfalls einen guten Abwurf. Ja, 0 Augen, die könnt ihr erstmal behalten. Ich glaube ja noch nicht mal, dass da übergestochen wird. Da sind doch noch ein paar Herzen unterwegs. Ich hatte schließlich gar kein Herz gedrückt. So sieht es auch aus. Immer noch erst 11 Augen bei der Gegenpartei. Zwei Trümpfe fehlen noch. Wenn ich jetzt meine Kreuz Dame noch einigermaßen günstig loswerde und um das noch nicht meine Trumpfstärke zu verraten, werde ich sie jetzt mal direkt in den Ring werfen. 18 Augen, ja, kommst du hinterher. Dann stehen jetzt aber leider hinten raus doch die Trümpfe noch zusammen und da ist noch der volle. Na gut, dann also nur gewonnen. Aber immerhin. So, ein bisschen was muss ich tun, aber die Karte ist doch wieder ein bisschen zu dünn. Nee, das mit dem Kopf durch die Wand wird meistens nicht funktionieren. Ich müsste hier ja schon mindestens einen Buben oder Pik Ass finden. Das wäre dann doch ein bisschen zu frivol. Spieler 1 vor Schreck erstmal vom Tisch gehüpft. Komm wieder, wir sind live auf Sendung, Mensch. Da kannst du doch jetzt nicht einen Kaffee kochen gehen. Ja, das ist natürlich typisch. Da will ich es einmal live machen. Versuch das hier direkt und das bedeutet alles, was hier gut ist, aber auch alles, was schlecht ist beim Online-Skat passieren kann. Das seht ihr hier. Da ist mal einer 20 Sekunden verschwunden. Ah, da ist er ja wieder. Karo ist Trumpf bei 22. Bube, also bei meinem Partner. Gut, Aufschlag aus der 10 zu dritt. Ganz unverdächtig. Ich kann jetzt hier meinen Partner ruhig mal einmal drin lassen. Wenn der den Pik König hat, dann kann er ihn selber spielen. Jetzt muss ich mich nur entscheiden. Ich denke mal, die Lusche ist eher der fehlende Pik ist eher im Keller, sonst wäre womöglich geschnippelt worden. So, das ist natürlich trotzdem schade, dass jetzt hier schon der Pik Bube fällt. Damit ist klar, erstens, es ist ein Sechstrümpfer. Zweitens allerdings, meine Pik 10 wird nicht nach Hause gehen. Zumindest nicht durch einen leichten Überstich. Also vermute ich natürlich mal wieder noch einen Drilling beim Alleinspieler und hoffe, dass das Herz ist. Deswegen hier Aufschlag jetzt Kreuz. Kann meinem Partner nur helfen. Zeigt aber, das Spiel ist viel zu gut, Kreuz Ass und 10 beim Alleinspieler. Also vermutlich der Kreuz König jetzt noch. Nein, nicht mal das. Nicht mal den Kreuz König Stich kriegen wir. Geschlossene Beikarte Ass, 10 König Ass. Tja, schenke ich doch mit. Sind wir Schneider. Was für ein Keulenspiel. Dumm, die dumm, die dumm.
Hälfte rum, ich ein einfaches Farbspiel, die anderen schenken sich die großen Spiele ein. Irgendwie kann ich schon mal langsam mich damit vertraut machen, dass die 5 Euro heute sehr, sehr schwer zu verteidigen sind. Vielleicht rette ich davon zumindest den einen Fünfer. Gucken wir mal. Krang wird gespielt. Schon wieder Krang. Mein Partner unterm Ass gezaubert. Na gut, ich habe keinen Buben, ich will nichts kaputt machen, ich bringe einfach die Farbe zurück. Pik Dame ist natürlich wieder zu wenig für den Alleinspieler. Ah, mein Partner, der zaubert weiter, der zaubert, der zaubert. Und jetzt hänge ich hier mit dem Pik König am Stich. Und der Alleinspieler hat schon in allen Farben abgeschmissen. Zuerst Kreuz. Ja, dann versuchen wir es mal mit Kreuz. Da war das Ass ganz offensichtlich wirklich blank geworfen. Jetzt müssen wir mal sehen, was mein Partner mit diesem mehrfach unter durchgespielte vorhatte. Sicher hat er doch wohl den zweiten Buben noch. Er hat natürlich auch noch das Pik Ass, das ist ja klar. Und der Alleinspieler hat hier Probleme. Der muss sich jetzt hier noch was freispielen. Hat er etwa das? Gut, da kann ich auch ruhig raufgehen, wenn das tatsächlich zu viert war. So ist es nämlich auch. Dann wird mein Partner gleich sowieso noch Karo Ass Dame stechen können. Allerdings Pik Ass, warum haut er jetzt Pik Ass rein? Er kann mir doch eigentlich noch Kreuz 10 zutrauen, damit wir überhaupt gewinnen können. Dann hätte er jetzt besser Herz gewimmelt, damit er, nachdem er gleich in Karo gestochen hat, auch nochmal das Pik Ass ziehen kann. Das kann jetzt sein, dass das genau fehlt. Jetzt kommt natürlich der Herzabwurf. Aber jetzt wird es nur noch diesen einen Stich geben, weil danach das Pik Ass eben nicht mehr da ist. Er muss jetzt selber den Alleinspieler Herz einspielen. Und dann kommt der Karo König hier doch noch zum Einsatz. Ah, Mensch, also dann hätte ich jetzt doch wieder mit der Karo Dame schnippeln sollen. Es war doch eigentlich jetzt nicht mehr so schwer, verdammt. Gut, also, wie heißt es so schön, war vielleicht gar nicht so falsch, was ich da gemacht habe. Zumindest geht es jetzt hier direkt weiter mit einem schönen Gang mit 4. Ja, es wird Widerstand geleistet, das ist doch das Schöne. Klein beigegeben wird hier nichts, zumindest nicht freiwillig. Ich will jetzt hier auch keine arrogante Sprungreizung gleich bis 48, 60 oder 72 machen. Wir machen das in aller Ruhe. Ja, die Zeit müssen wir haben. Ja, 59 auch. Guck mal hier, entweder irgendein Pik oder ein verschleierter Null über Hand. Das ist in dem Fall für mich kein Problem. Allerdings werde ich jetzt noch mal einmal schauen, nicht, dass ich hier mit diesem blanken Pik Bild rumoperiere. Finde noch den nächsten Kreuz. Damit ist es natürlich ein Qualitätsspiel mit Schneiderschatz. So, ob der Schneider nun klappt, das wird sich zeigen. Ich könnte Kreuz unter durchspielen, aber das tue ich nicht. Ich kläre lieber erstmal, was auf meine blanke Lusche fällt, denn wenn da die 21 fallen sollten, dann müsste ich natürlich für den Schneider Kreuz von oben ziehen. So, wo jetzt nur 11 Augen gefallen sind, kann ich gleich Kreuz unter durchspielen, beziehungsweise Kreuz 10 ist blank und kommt gleich raus. Damit kann ich gleich mit meiner Stärke prahlen. So, ich habe zwar 2,66, bin jetzt schon an dem einen wieder vorbei, aber richtig zufrieden sein kann ich nicht. Da waren doch zwei Grands, die hätten eigentlich nicht gewonnen werden sollen. Zumindest beteiligt war ich immer auch. Ich glaube nicht, dass ich die komplette Schuld auf mich nehmen muss, aber die Mitschuld beim Skat, die reicht ja immer schon. Wenn du richtig gut spielen willst, dann musst du einfach immer alles versuchen, damit sowas nicht passiert. Also eben beim zweiten Gang wäre dann vielleicht die Karo Dame doch besser gewesen. Ich hatte mir das so schön überlegt. Denkt mir schon, dass er die drei Karos hat. Der Alleinspieler noch einen abgeworfen.
Aber ich habe nicht kalkuliert, dass mein Partner dann direkt das Pik Ass schmiert. Ich dachte, der trennt sich schön von der Herz 10. So, was haben wir jetzt hier? Grand. Gut, das blanke Karo Ass ist jetzt nicht unbedingt ein guter Aufschlag. Das blanke Karo Ass, ja, was? Es ist aber alles geraten, von daher, wo nun die Stärke, wo die Kürze liegt, das ist sowieso schwer zu sehen. Jetzt habe ich es trotzdem mal mit dem Karo Ass versucht. Ja, das Schöne ist, da habe ich natürlich immer noch kein Nachspiel und nur 14 Augen deutet jetzt auch nicht unbedingt an, dass das ein Volltreffer war. So, mein Partner hat die Pik 10 erstmal noch in der Hand, die Pik Dame hat er geschont. Jetzt wirft er Kreuz 10, da er ja noch die Pik 10 hat, vermute ich mal stark, dass sie blank war, deswegen würde ich jetzt nicht mit Kreuz antreten, sondern mit Herz. Die Kreuz Dame könnte dann den entsprechenden Stich machen, mit der Pik 10 zum Beispiel. Soweit. So wie vermutet. So, jetzt stellt sich doch hier die Frage, kommt mein Partner noch mal in Karo ran? Ja, kommt er. Das ist gar nicht so schön, weil jetzt hängt er am Spiel und bietet hier noch mal die Pik 10 an, muss diesen Vollen noch mal in den Ring schmeißen. Vielleicht wäre es sogar besser gewesen. Nein, er hat ja das Herz Ass auch noch. Was rede ich hier? Ich rede wirres Zeug, hört nicht auf mich. Das passiert, wenn man gleichzeitig redet und spielt. Da geht schon mal ein Voller links, ein Bild rechts verloren. Und schon kommen hier so knappe und interessante Ergebnisse raus. Und Skat ist ein Geduldsspiel. Gerade wenn die anderen etwas länger brauchen. Ganz offensichtlich fehlen dem Alleinspieler hier mindestens zwei Buben. Er geht über die Dörfer, aber vielleicht ist er sogar ohne vier. Denn es fehlt so dieses typische Muster, dass das lange Farbreihen sind, was ich erkennen kann, dass daran, dass ich selber zu allen Assen hier die Zehner in der Flosse habe. Es ist also nicht eine lange Flöte, sondern da fehlt noch ein bisschen mehr, ganz offenbar. Und das bedeutet natürlich, dass ich jetzt hier nur mit der Dame mitnehme und gleich mal mit einem Buben teste. Ah, Kreuz Bube ist noch beim Alleinspieler, aber ich denke nicht, dass er noch einen weiteren Buben hat. Ich denke schon, dass der nächste Bube noch bei meinem Partner ist und der Alleinspieler jetzt hier auf der Suche noch irgendwie was für sich rauszukitzeln. Das versuche ich ihm natürlich so schwer wie möglich zu machen. Ziehe erstmal die Stiche hin. Und da kommt mein Partner groß zum Einsatz, sticht. Und der Alleinspieler hat hier mit 59 verloren. Also irgendwann findet ja auch ein blindes Huhn wie ich heute doch nochmal ein Korn. Der Bubeneinschub war natürlich nicht so schwer, es fielen jetzt nicht genug Bilder für den Alleinspieler, die er gebraucht hätte. Und dann war es passiert. Wobei, wo wir jetzt drüber sprechen, das Herz Ass war ja auch weg, der Herzunterzug war ja auch schon wieder demnächst. Guck mal, kurze Zeit später fällt es mir wieder auf. Bupp. Also ich glaube, das können wir, so lustig das vielleicht ist, das können wir nicht unbedingt nochmal so machen. Ich spiele ja hier wirklich wie Heinlück. So, 14, 28. Also jetzt nochmal Konzentration. Das ist schon mal gut, dass mir hier die Kreuz 10 nicht in Gefahr gerät. Dann kann ich auch nochmal Trumpf unter durchspielen. Kommt der letzte Kreuz angewackelt. Der macht mir hier aber auch keine Sorgen. Zwei Trumpf fehlen noch, so wie die Trümpfe rausgenommen wurden. Trumpf Ass und Karo Bube vermute ich auch, dass die Trümpfe noch 1-1 stehen. Eieieiei. Das sieht ja glatt so aus, als
könnte hier einen Schneider geben. Wenn jetzt nicht viel Makarro steht und dagegen spricht, dass Trumpf noch wohl 1-1 steht, dann habe ich jetzt Rest. Und wenn mich hier nicht alles täuscht, dann habe ich dieses Spiel Schneider gespielt. Ja, da liege ich plötzlich vorne. Eben noch am Lamentieren und dann schon in Spiel 10 vorne und das Ganze nur durch einen fetten Gang mit vielen Schneider und dann noch ein verlorenes Gegenspiel. Jetzt kann ich also plötzlich auf der Zielgeraden nochmal angreifen. Jetzt kann ich hier mal versuchen, noch die 500 aufwärts zu spielen. Allerdings, wie soll das gehen mit so einer Murmelkarte? Hier erstmal ein bisschen reizen, Fragen stellen können wir hinterher. Nee, ich bin ja hier schon ein bisschen weit. 23, das sollte ich vermeiden, wo ich selber 3-7 im Blatt habe, wird Mittelhand wohl kein 0 reizen, also reizt eine Farbe. Also werde ich nicht Buben und Asse finden, wie ich sie brauche. Nein, stattdessen wird da jetzt wieder Knang gespielt. Das ist ja schon mal ein guter Treffer für mich mit 2 Buben dagegen. Die Stechfarbe gefunden. Blanke Herz 10 ist natürlich, könnte dem Alleinspiel nachher zum Sieg verhelfen. Auch ansonsten, wenn seine Karte stark ist, dann wird er wohl leicht gewinnen, wenn er 3 Asse hat. Aber ganz sicher ist das ja noch nicht. Und hier mache ich es ihm jetzt erstmal nicht so leicht, dass ich direkt die Karo 10 rauflege. Er hat jetzt zu überlegen, ob er hier die 4 Augen schon sticht, denn ansonsten kann natürlich auch aus Hinterhand noch eine Gefahr drohen, dass er sich weiter abgeschmissen wird. 4 Augen sind ihm aber zu wenig. Ja, hätte mein Partner besser mal die Karo Dame direkt zurückgespielt, dann hätten wir lieber 7 Augen angeboten. Jetzt kommt der Gang über die Dörfer und ganz offensichtlich sind es natürlich 2 Buben, sonst hätte mein Partner hier gestochen. Jetzt ist ja nur die Frage, hat mein Partner noch ein Ass? Das sieht so ein bisschen so aus, denn der Alleinspieler zieht jetzt weiter in den Piken und das muss ich jetzt einmal testen, ob mein Partner wohl hier das Herz Ass noch hat. Ich habe das Gefühl, dass das genauso sein könnte. Nein, da ist es nicht der Fall. Beide Asse doch noch beim Alleinspieler. Dann hat er mit den Pikzügen hier um den Schneider gekämpft. Das ist ihm allerdings auch nicht gelungen. So, jetzt einmal bitte Daumen drücken. Ich vorneweg natürlich. Wer sonst soll für mich schon die Daumen drücken? Ich brauche noch ein schönes Spiel. Zumindest wäre ja schön, wenn keiner mehr an mir vorbeizieht. Und das ist doch zumindest so weit, dass ich sage, jawohl, dieses Spiel werde ich wohl zu ziemlich großer Sicherheit machen, auch wenn die anderen hier noch mitreizen. Aber 48 habe ich hier mit den 5 Vollen und den Buben auf jeden Fall. Ob ich es gewinne, ist dann eine ganz andere Geschichte. Mittelhand hat 0 gereizt. Okay, das kaufe ich ihm ab. Und Vorhand gibt natürlich auch noch Gas. Der braucht ja auch noch Punkte. Das heißt, es kann natürlich sein, dass er eine gute Karte hat. Aber auch wenn seine Karte gar nicht so gut ist, er muss ja auch noch was versuchen. Da lasse ich mich also nicht von beirren. So, einen Vollen noch gefunden. Was haltet ihr von dieser Drückung? So ein bisschen querbeet. Kann natürlich die Herzdame auch noch im Blatt halten, um ein bisschen schnippeln zu können. Andererseits, es gibt auch Spielverläufe, wo du hinten raus dann dieses Bild in der Hand hast, noch abgeben musst. Ich mach's mal so, 13 Augen in den Keller und Grang. Behalte im Kreuz noch ein bisschen was oben. 13, 28. Gut, jetzt ziehe ich mal lieber nicht den Buben. Ich habe ja die Herzdame im Keller. Das heißt, und wenn jetzt hier was gestochen wird, habe ich immer noch die Hoffnung, dass ich jetzt die Herz 10 zurückstechen kann. 39, 50, so, einen Vollen brauchen wir noch. 50 liegen. Und da sind es doch schon 67 drin, der Fisch. Sehr schön. Dann kann ich jetzt hier mal in den Kreuzen anfangen rumzuwühlen. Mal gucken. Ja, Schneider ist sehr unwahrscheinlich. Wobei, wenn ich jetzt Herz 10 gestochen kriege und Kreuz 10 noch läuft, dann sind es immer noch erst 89, ne? Nee, so weit kommt es dann auch nicht. Nochmal stechen darf ich nicht. Aber Kreuzchen, gut, genau. Na gut. Na gut, das soll es gewesen sein. Ich gewinne diesen Grang, habe also nach ein paar schönen Karten tatsächlich das Duell hier noch für mich entschieden. Allerdings
keine 500 geschafft. Es sind nur 487. Das ist natürlich für eine Wochenwertung Rocket vielleicht gerade so an der Kante, dass ich dieses Ergebnis noch verwerten kann. Ja, es war ein bisschen merkwürdig. Ich muss sagen, diese Live-Berichterstattung muss ich mich auch ein bisschen dran gewöhnen. Schreibt mir gerne mal, ob das für euch in Ordnung geht, ob man das so machen kann. Ich habe schon gemerkt, die Konzentration, sie ist nicht hundertprozentig dann da. Es passieren ein paar komische Züge, seid ihr vielleicht von mir sonst nicht gewohnt, aber ja, zwei Sachen auf einmal für einen Mann, das ist doch schon immer besonders schwer. So, nun wünsche ich euch noch was. Viel Spaß beim Fußball morgen vor allen Dingen und viel Spaß beim Skat natürlich sowieso immer. Gut Blatt, bis bald, auf Wiedersehen.